Hallo, Hallöle, hallo meine guten Schnuten, hallo Menschen. Schön, dass ihr wieder da seid. Für alle, die neu sind, toll, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Ihr habt aus irgendeinem Grund auf meinem Kanal oder einfach bei diesem Video auf Play gedrückt und jetzt seid ihr hier. Hi. Ja, ich bin heute ein bisschen überaktiv, aber hyperaktiv muss man auch mal sein. Wenn ihr beim letzten Video dabei wart, wisst ihr schon, worum es heute geht. Und wenn ihr das nicht wart, dann hier ein kurzes Flashback. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, welches Grundinstrumentarium ihr braucht, um ein gutes Cosplay-Make-up beginnen zu können. Wer jetzt auf dieses Video geklickt hat und sich jetzt denkt, oh Gott, Cosplay-Make-up, macht euch keine Sorgen. All diese Tipps und Hinweise, die ich gebe, könnt ihr natürlich äquivalent auch auf Beauty-Make-up anwenden. Denn so weit entfernt sind die beiden Sachen überhaupt nicht voneinander. Da muss ich euch leider enttäuschen. Das machen wir erst im nächsten Video. Heute klären wir noch zwei wichtige Grundsachen, die wir brauchen, damit unser Make-up auf unserer Haut so optimal wie möglich aussieht und so richtig sitzt, wie es sitzen sollte. Heute reden wir nämlich über Hauttypen und Untertöne der Haut. Beides ist essentiell, um das richtige Make-up für eure Haut zu finden. Starten wir doch zum Beispiel zuerst einmal mit dem Hauttypen. Der Hauttyp gibt an, welchen Zustand eure Haut hat, also in welcher Kondition sich eure Haut befindet und wie ihr eure Haut richtig pflegen müsst. An sich unterscheidet man in drei verschiedene Hauttypen. Das ist die trockene Haut, die Mischhaut und die ölige Haut. Trockene Haut neigt dazu, sich sehr schnell sehr, sehr gespannt anzufühlen, so kleine trockene Stellen zu bekommen, die unter dem falschen Make-up wirklich richtig fleckig und richtig schuppig aussehen. Solltet ihr trockene Haut haben, gibt es eine Regel: Feuchtigkeitspflege, Feuchtigkeitspflege und noch mehr Feuchtigkeitspflege. Wenn ihr nach einem guten Make-up-Produkt für trockene Haut sucht, sucht nach Produkten mit einem Glowing, mit einem Dewy Finish. Das heißt, alles das, was strahlt, was vielleicht kleine Glitzer-Schimmerpartikel enthält, das ist genau das Richtige, was ihr braucht und die richtige Wahl für euch. Ölige Haut bedeutet, dass eure Haut sehr schnell anfängt nachzufetten, dass sie so kleine schimmerige Stellen überall im Gesicht bildet, wo es aussieht, als würdet ihr schwitzen, als würdet ihr stärker transpirieren und als hättet ihr so eine kleine Speckschwarte im Gesicht. Das ist überhaupt nicht schlimm, das kann passieren. Wir alle haben auch nur eine Haut, für die wir nichts können und manchmal ist die einfach nicht unser bester Freund. Wenn ihr ölige Haut habt, hilft euch alles das, was eure Haut mattiert. Das heißt, wenn ihr nach Make-up-Produkten sucht, sucht nach Make-up-Produkten, die euch ein mattes Finish verleihen, da diese diesem Ölfilm entgegenwirken und meistens Inhaltsstoffe besitzen, die das Nachölen eurer Haut eindämmen. Ihr könnt euch auch für eure Tasche so ein bisschen Blotting-Paper zulegen, das sind so kleine, ja, so eine Art Papierstreifen, mit denen ihr euer Gesicht abtupfen könnt. Ölige Haut müsst ihr auch gegebenenfalls einfach häufiger nachpudern. Der dritte Hauttyp ist die Mischhaut. Die Mischhaut ist ein Zwischentyp aus trockener und öliger Haut. Sie ist also weder richtig das eine noch das andere, sondern sie steht einfach so in between. Das bedeutet, es ist der Hauttyp, der am leichtesten zu pflegen ist. Im Prinzip habt ihr, wenn ihr Mischhaut habt, freie Wahl über eure Make-up-Produkte und könnt euch einfach raussuchen aus der großen breiten Palette, was euch gefällt, was ihr gerade haben möchtet und habt überhaupt keine Sorgen, die Leute mit anderen Hauttypen vielleicht haben. Natürlich gibt es nicht nur diese drei Sachen. Natürlich könnt ihr auch das Glück oder alternativ eben auch das Pech haben und könnt sowohl die eine oder auch die andere Art der Haut haben. Könnt zum Beispiel trockene Stellen haben, könnt aber auch gleichzeitig ölige Stellen im Gesicht haben. Das ist ein bisschen schwierig, lässt sich aber mit den richtigen Produkten eigentlich ganz gut bearbeiten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welchen Hauttyp ihr besitzt, könnt ihr euch gerne professionelle Hilfe holen. Professionelle Hilfe findet ihr zum Beispiel in Parfümerien, in richtigen Make-up-Stores, zum Beispiel Sephora, MAC,
Kiko, was auch immer ihr in eurer Nähe habt. Alles das, wo tagtäglich Make-up aufgetragen wird, diese Leute können euch helfen, den richtigen Typ zu bestimmen und das richtige Produkt für eure Haut rauszusuchen, solltet ihr das natürlich nicht schon längst gefunden haben. Das zweite, was ihr wissen solltet, um das richtige Make-up für euch zu finden, ist euer Hautunterton. Euer Hautunterton bestimmt die Unterfarbe, in die eure Hautfarbe neigt. Das bedeutet, ihr habt eine bestimmte Hautfarbe, die kann aber in die eine oder in die andere Richtung wandern. Generell unterscheidet man in kalte, warme und neutrale Hauttypen. Kalte Hauttypen besitzen einen höheren Rosaanteil, einen höheren Blauanteil und sind einfach, wie der Name bereits sagt, ein bisschen kühler vom Grundton. Warme Hauttypen haben einen höheren Gelb- bzw. einen höheren Orange- oder Olivanteil. Und neutrale Hauttypen sind weder so richtig das eine noch das andere, also habt ihr auch hier wieder freie Wahl, wie ihr euch gerade fühlt. Euren Hautunterton zu bestimmen ist eigentlich gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht denkt. Denn das könnt ihr ganz, ganz einfach zu Hause machen. Und ihr habt alles, was ihr dazu braucht, bereits bei euch und an euch. Wenn ihr wissen möchtet, welchen Unterton ihr habt, müsst ihr euch einmal die Venen an eurem Arm anschauen. Das sind diese kleinen Äderchen, die sich an eurem Handgelenk durch die Haut durchzeichnen. Zeichnen sie sich eher in einem Blau-Violett durch? Habt ihr vermutlich einen kalten Unterton? Zeichnen sie sich in einem grünlicheren Ton durch? Dann habt ihr vermutlich einen warmen Unterton. Habt ihr weder das eine noch das andere, dann seid ihr höchstwahrscheinlich ein neutraler Hauttyp. Oder ihr habt das Pech wie ich und ihr seid einfach grau. Oder alternativ alpinerweiß. Ich meine, sind wir ehrlich, setze ich mich hier vor diese Wand, falle ich eigentlich gar nicht mehr mit meinem Hauttyp auf und bin Camouflage. Chamäleon einmal eins mit Jojo. Um euch die Hautuntertöne ganz einfach mal zu demonstrieren und zu zeigen, was ich meine, habe ich hier zwei verschiedene Foundations. Das sind beides Foundations, die ich sehr gerne benutze und die meine Hautfarbe sind, aber einen ganz unterschiedlichen Unterton haben. Ich habe hier die Revolution Foundation. Diese Foundation ist ein kühler Hauttyp. Das heißt, sie ist sehr, sehr rosastichig. Dann habe ich von NYX die Can't Stop Won't Stop Foundation. In der Farbe Pale. Das ist eine für einen ein bisschen wärmeren Hauttypen, da sie einen leichten Gelbstich besitzt. Ich habe jetzt hier von beiden Foundations einen kleinen Tropfen auf meiner Haut. Hier drüben seht ihr die NYX Foundation. Die ist natürlich wesentlich gelblicher. Hier seht ihr die Revolution Foundation. Die ist viel, viel rosaner. Ich verstreiche die einmal. Und ich denke, der Unterschied ist relativ klar. Beide scheinen halbwegs zu passen, aber beide sehen im Unterton halt völlig verschieden aus. Mische ich die beiden im Verhältnis 1 zu 1, kriege ich eine neutrale Foundation heraus. Die sieht dann so aus und passt wunderbar auf meinen Hauttypen. Wenn wir über Hauttypen und Hautpflege bereits reden, dann möchte ich euch an dieser Stelle natürlich noch einmal ans Herz legen, auf eure Hautpflege ganz, ganz viel Wert zu legen. Hautpflege beginnt nicht erst am Convention-Tag, sondern bereits Wochen, Monate vorher. Sucht euch die richtigen Pflegeprodukte für eure Haut. Bereitet eure Haut vor, bevor ihr Make-up auftragt. Nutzt vielleicht eine Feuchtigkeitscreme, einen Toner, ein Serum, was auch immer ihr als passend empfindet. Und schminkt euch nach dem Tragen von Make-up, bevor ihr ins Bett geht, bitte, 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 bitte wieder ab. Nichts ist schlimmer als eine Haut, die anfängt, allergisch zu reagieren und Hautunreinheiten zu bilden, Ausschläge zu bilden, weil ihr die Pflege eurer Haut komplett vernachlässigt habt. Ich nehme zum Runterschminken ein Micellenwasser, ich schminke mich mit Micellenwasser ab, gehe dann mit einem Gesichtswasser drüber, um die restlichen Pigmente, restlichen Überbleibsel von Produkten zu entfernen und lege danach eine Feuchtigkeitscreme nach, denn Gesichtswasser trocknet meine Haut einfach unglaublich aus. Bevor ich mit Make-up starte, trage ich eine Feuchtigkeitscreme auf,
Das hilft, um meiner Haut einfach wieder ein bisschen Feuchtigkeit zu geben und damit die Foundation ein bisschen besser sitzt. Natürlich habe ich das. In meinem nächsten Video reden wir über das Thema Color Correcting. Also darum, wie ihr Unebenheiten auf eurer Haut, wie zum Beispiel Farbunterschiede, richtig ausgleichen könnt. Eventuell, je nachdem, wie ich Lust habe, sprechen wir auch noch über den richtigen Auftrag von Concealer und Foundation, wie pudere ich richtig ab. Aber das werden wir alles beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video einiges lernen und ich konnte euch ein paar nützliche Tipps geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen, vielleicht auch über ein Abo, damit wir uns ganz bald beim nächsten Mal wiedersehen können. Wenn ihr möchtet, schaut auch einmal auf meinem Social Media vorbei. Ich blende euch hier mal mein Instagram ein. Und dann sage ich auch schon bis bald und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!